So, einen guten Tag an alle, die wieder zusehen. Es ist Montag, der 23. August. Wir haben fast 17 Uhr und ich habe gerade gesehen, dass die erste Episode vom Reboot von Thomas auf YouTube veröffentlicht worden ist. Ich habe es mir einmal kurz angesehen. Me. Me. Ich habe mir Punkte rausgeschrieben, auf die ich gerne eingehen möchte. Wir schauen es nicht betonen. Das könnt ihr gerne selber machen, aber zum ersten ist das die lateinamerikanische Version. Und zum zweiten, ja, wir können uns einfach mal kurz Rompo. Ja, also die Stimmbesetzung ist halt auch, ja, ich meine, was soll ich sagen? Ja, ich habe mir ein paar Stellen rausgesucht. Die werden wir jetzt durchgehen. Es sind vier Stück. Ich werde ein bisschen was dazu sagen. Und wir fangen jetzt gleich mal bei dieser Stelle hier an. Wir sehen, dass Thomas, wie auch immer, Bretter auffängt. Dann kommt Diesel. Springt von einem Gleis auf das andere. Stiehlt Thomas den Waggon und fährt weg. Huh? Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben alle gesehen, dass Loks springen können. Aber in diesem Fall wird das, ja, führt das teilweise zu Punkten in der Handlung. Oder ändert die Handlung dann teilweise und dann an anderen Stellen sind wieder andere eher realistischere Probleme als handlungsentscheidender Punkt. Also diese Bewegung hier. Also erstens mal hier, dass Thomas hochspringt, die Scheite dann auffängt und dann durch irgendeine Wolke Diesel herkommt, aufs Gleis rüberspringt, ankoppelt und wegfährt. Also man muss sich denken, was diese Serie vor 15 Jahren noch war. Diese Entwicklung ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe mir den nächsten Punkt jetzt etwa hier rausgesucht. Und zwar geht es jetzt darum, dass ein Berg kommt. Wir sehen erstmal hier, die Schienen gehen. Was sind das? 45 Grad. Steil nach oben. Ich meine, Gordons Berg war auch nicht sonderlich flach, aber immer noch nicht so extrem wie hier einmal. Und die Steigung ist auch im echten Leben ein Problem. Und das heißt, es ist wieder eher realistisch, ja? Und ja, die Bewegungen, über die müssen wir nicht reden. Das wissen wir alle, dass es komplett cartoonisch gehalten ist. Aber wenn wir hier jetzt weiterkommen, dann sehen wir, dass die Steigung hier ein Problem, also im gesamten Clip hier sehen wir, dass die Steigung ein Problem darstellt, was ein realistisches Problem ist. Das heißt, Probleme oder Handlungspunkte sind nicht konstant realistisch, aber auch nicht konstant unrealistisch. Also, deswegen, ja, das ist so, ja. Und dann in etwa hier, sehen wir dann, dass halt ziemlich alle Logs, die vorher außer Gordon in der Folge vorgekommen sind, Thomas wieder helfen. Und dann geht's weiter. Und dann das gleiche Problem wieder, Steigung. Also das ist diese klassische
Ja, zusammen schafft man alles Message, die da gezwungen rübergebracht wird. Klar, es hat solche Episoden schon viel früher gegeben. Die Message an sich ist ja auch eine gute. Aber es wird halt meiner Meinung nach, das ganze Video ist nur meine Meinung, etwas überspitzt dargestellt. Und ja, dann auch hier nochmal am Ende. Der gleiche Punkt. Alle sind irgendwie wieder da, gemeinsam. Und dann hier, wenn es wieder weitergeht. Ja. Also am Ende wieder diese klassische, ja. Also am Ende irgendwie wieder, ja, komm, nochmal, irgendwie. Also ihr wisst, was ich meine. So, zuerst dieses in der Art Versöhnung irgendwie und danach wieder dieses, ja. Es gibt auch wieder hier, weiß Gott, wie viele Kinderserien, die das gleich in die Art gemacht haben. Und an diesem Punkt hier zeigt sich halt auch dann wieder, dass das jetzt hier wirklich zu 100% eine Kinderserie ist. Wenn es die BWBA-Folgen und der Film nicht waren, dann ist das hier auf jeden Fall für Kinder gemacht. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Ich bin gespannt, ob es irgendwann in irgendeiner Episode noch etwas noch Schlimmeres geben wird, als das, ja, ich meine, Me. was soll ich Me. sagen? Also, wenn es etwas Schlimmeres gibt, wenn es etwas Unrealistischeres gibt, als dass eine Lok von einem anderen Gleis auf ein Gleis springt und dann einen Waggon stiehlt, dann, also ich weiß es wirklich nicht. Und ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie es nach diesem Reboot weitergehen soll. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Mattel außer den Episoden, die jetzt in Produktion sind und veröffentlicht werden, noch mehr herstellen wird. Also, und wenn sie das tut, dann frage ich mich, ob erstens die Einschaltquoten so gut sind und es wirklich bei so vielen Kleinkindern gut ankommt. Und wenn die Quoten nicht so gut sind, dann frage ich mich, warum sie es überhaupt machen. Also, ich glaube, die Zukunft dieser Serie anzusehen wird interessant. Beschreiben wir es so. Ja, euch wünsche ich noch einen mehr oder weniger guten Montag nach diesem Video hier. Und man sieht sich hoffentlich demnächst wieder. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.